welcome new colleagues who took the chair since our last meeting. Asa Westlund, she chairs the European Committee in the Swedish Reichstag. Ato Satonen, he chairs the Grand Committee of the Finnish Eduskunta. Dari Krajcic is the chair of the European Committee in the Slovenian National Assembly. Trasafni Spohr and Ford van Osten, he chairs the European Committee in the Tweede Kamer of the Parliament in the Netherlands. Now it works. President, we try it again. Der Wintereinbruch fordert seinen Tribut. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Mitglieder des Plenums der COSAC-Tagung, ich freue mich, dass ich Sie heute in so großer Zahl hier im Austria Center, einem dementsprechenden Konferenzzentrum, schon seit Jahren herzlich willkommen heißen darf. Die parlamentarische Begleitung der internationalen Politik gewinnt mehr denn je eine große Bedeutung, und das zeigen die Themen der Konferenz, mit welchen Schwerpunkten sie sich im Anschluss dann beschäftigen. Ich darf nur kurz auf die vier Thementeile, die Sie sich vorgenommen haben, intensiv zu diskutieren, eingehen und dort auch nicht auf die Gesamtheit, sondern nur kursorisch einzelne Aspekte herausgreifen. Über die Regierungsschwerpunkte und über die Ratspräsidentschaft wird Sie dann die Kollegin Edtstadler noch genauer informieren. Mir ist aber insbesondere auf parlamentarischer Ebene ein Thema ganz entscheidend und wichtig. Das ist die Begleitung jener sechs Staaten des Westbalkans auf dem Weg zur Europäischen Union. Ich habe mittlerweile eine Reihe von Ihnen besucht und werde das in der nächsten Woche noch einmal fortsetzen und diesen Schwerpunkt nicht nur während der Ratspräsidentschaft, sondern auch in der folgenden Zeit weiter beibehalten, weil es für uns und für Europa ganz entscheidend ist, diese Länder am Weg klar zu begleiten. Keinen Beitritt leid, aber eine klare Perspektive, dass sie nach Europa auch sich orientieren, dass es auch klar ist, dass sie eine europäische Perspektive nicht nur haben, sondern dass auch Europa sie braucht. Und wenn wir heute sprechen davon, dass Europa 70 Jahre Frieden gebracht hat, dann haben wir nur immer einen Blick mit einem Auge auf die Frage, wird man den Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich auszusöhnen verstanden. Wir wissen aber, dass gerade die Region des Balkans immer wieder auch ein großes Konfliktfeld in der Vergangenheit gewesen ist, bis herauf in das 20. Jahrhundert und das 21. Jahr sogar. Und dass es notwendig ist, auch hier eine klare Perspektive für Europa zu schaffen. Das Parlament hat hier, glaube ich, eine wesentliche Aufgabe in der Frage der Etablierung der Rechtssicherheit und in der Etablierung eines Parlamentarismus, der sowohl die Regierungskräfte als auch die Oppositionskräfte immer in einer Balance auch hält, um hier im Prozess im Gesamten für die Bevölkerung die Demokratisierung auf breiter Ebene durchzusetzen. Deshalb hat das österreichische Parlament ein Stipendienprogramm entwickelt, um mit September des nächsten Jahres Ihnen anbieten zu können, Mitarbeiter einer Administration nach Österreich einzuladen, um hier auch sich auszutauschen und zu sehen, wie unser Parlament arbeitet. Und auf der anderen Seite, um die Demokratie auch in weiten Teilen der Bevölkerung bekannt zu machen bzw. das Gelebte der Demokratie zu verdeutlichen, haben wir mit unserem Projekt Demokratiewerkstatt mittlerweile in zwei Ländern, im Kosovo und in Montenegro, bereits zu arbeiten begonnen, und zwei Länder
Albanien Kosovo. Und Serbien, die sind daran interessiert, das dementsprechend auch mit hereinzunehmen. Hier geht es darum, dass man Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, aber auch Erwachsene mit den demokratischen Prozessen vertraut machen. Also wie entsteht ein Gesetz? Wie ist die Arbeit der Parlamentarier, dass sie nicht nur auf die Reduzierung des Abstimmens dementsprechend den Fokus legen, sondern auf eine breite Arbeit vom Wahlkreis über die Frage, wie bringt sich ein Abgeordneter in den Gesetzwerdungsprozess ein, beziehungsweise wie ist dann sein letztendliches Arbeiten des Verdeutlichens dieses Gesetzes in der Bevölkerung. Uns ist das im österreichischen Parlament ein ganz großes Anliegen und ich kann nur alle ermuntern, vielleicht auch im Stipendienprogramm mitzuarbeiten, insbesondere auch die Besuchskontakte zu diesen Ländern zu intensivieren. Denn wir wollen eines nicht, dass diese Länder gerade in der Einflusssphäre Chinas im wirtschaftlichen Bereich, der Türkei bzw. Saudi-Arabiens oder Russlands zu was überlassen werden. Sie haben eine klare Perspektive, aber Sie wollen auch von Europa einen klaren Fahrplan haben. Das zweite Thema des Brexits, das Sie intensiv behandeln, glaube ich, hier gilt es zuerst einmal den Sonderbeauftragten Barnier ein herzliches Dankeschön zu sagen. Ich glaube, das Vertragswerk, das jetzt am Tisch liegt, ermöglicht es uns, auch in der Umsetzung, in der heiklen Frage, auch des Verhältnisses Irlands-Großbritanniens, einen Weg zu haben, den wir gemeinsam gehen können. Es ermöglicht klar, dass es keinen harten Brexit gibt. Und niemand will den harten Brexit, weder Großbritannien noch die Europäische Union. Aber es hat auch gezeigt, dass sich die Europäische Union, die sonst in vielen Bereichen sehr unterschiedliche Ansätze zeigt, Lösungen herbeizubringen, in dieser Frage sehr geschlossen war. Und das wird auch notwendig sein in diesen letzten Tagen dementsprechend. Und wir alle wünschen der Premierministerin, dass sie das Misstrauensvotum nicht nur übersteht, sondern dass wir mit dem 25. November, wenn es darum geht, im Rat die Entscheidung zu treffen, dann auch im Unterhaus eine Mehrheit zu finden. Der Brexit ist, glaube ich, für uns so deutlich, haben die Verhandlungen gezeigt, dass etwas, das über 40 Jahre zusammengewachsen ist und eine Einheit bildet, nicht in dieser Form so leicht zu trennen ist. Und das ist auch gut so, weil es zeigt sehr deutlich bei allen anderen Ländern, und es gab ja in vielen Ländern so Überlegungen, ist doch die Europäische Union eigentlich eine Unterstützung für die Lösung der Probleme oder ist sie das Problem selbst? Und ich glaube, es zeigt sehr klar, dass es eben notwendig ist, immer gesamtheitliche Lösungen zu finden auf europäischer Ebene und wir sie in der Zukunft mehr denn je brauchen, um die großen Herausforderungen der Demografie, der Digitalisierung oder des Klimawandels wirklich zu schaffen und insbesondere auch in den Fragen der Sicherheit und des europäischen Auftretens weltweit dementsprechend auch die Gemeinsamkeit unterstreichen. In der Klimapolitik ein wesentlicher Ansatz in diesen letzten Jahren und immer wieder deutlicher kann man es eigentlich nicht sehen, wie in diesem Jahr im Sommer in weiten Teilen eine ungeheure Dürre und Trockenheit, dann mit starken Niederschlägen und besonderen lokalen Ereignissen, in besonderer Art und Weise in Oberitalien, aber auch in Österreich, schwere Betroffenheit. Und wir sehen es auch schlussendlich in anderen Kontinenten. Es gibt nur mehr wenige Ignoranten, die diesen Klimawandel negieren. Es ist aber das eine, dass wir in der Frage der CO2-Reduktion Fortschritte erzielen. Wir sehen darin, dass das Elektroauto, was oft vielmals gepriesen wurde, eigentlich nicht der ausschließliche Lösungsansatz ist, wenn wir denken, dass sie in diesem Sommer mit Kohlestrom und mit Atomstrom gefahren sind und dass mit Sicherheit keiner nachhaltigen Energiepolitik das Wort spricht. Wir sehen aber, dass es notwendig ist, neben der CO2-Reduktion sie voranzutreiben, es Anpassungsstrategien braucht, wie wir mit dieser geänderten Situation umzugehen haben. Und es bedarf vor allem einer klaren Involvierung der Basis. Ohne eine Überzeugungsarbeit in unseren Gemeinden, ohne das Agieren der Bevölkerung auch zu ändern, wird eine erfolgreiche Klimapolitik
nicht zu machen sein. We won't es braucht das Bewusstsein bei allen Menschen, dass sie einen Beitrag dazu leisten können. In der Frage des Mülltrennens, des Recyclings, des letzten Endes Energiereduzierens, das muss der Schlüssel sein. Ich habe das erst letzte Woche gerade auch hier in einer europäischen Klimakonferenz nochmal verdeutlichen können, dass es ganz notwendig ist. Und da haben die Parlamente eine besondere Aufgabe, die Bevölkerung von diesen Strategien zu überzeugen, die in den Gemeinden, in den Orten auch zu leben ist, dass wir zu einer Energiereduktion kommen, dass wir dazu kommen, uns auch dementsprechend auf die geänderten Bedingungen auch anzupassen. Und schlussendlich das Letzte, was ich noch ansprechen wollte, das ist die Frage der Bürgernähe. Es gab gerade die Subsidiaritätskonferenz in Vorarlberg in diesem Rahmen der Ratspräsidentschaft, weil wir alle Konferenzen dezentral über das ganze Bundesgebiet abhalten und nicht nur alle Konferenzen in Wien stattfinden lassen. Es ist für uns ganz wesentlich, gerade das Elementarste der Bürgernähe, die Wahlen. Und im kommenden Jahr stehen die Europawahlen vor der Haustüre, dass wir auf diese Wahlen mit besonderer Akribie unseren Fokus lenken. Was meine ich damit? Ich meine die Beeinflussungen, die über die Digitalisierung auf Wahlen über uns hereingebrochen ist. Und wir kennen nur das letzte Beispiel in Amerika nur zu deutlich und auch was im Hintergrund passiert, wird es darum gehen, dass wir gerade bei diesen Wahlen besonders die Cybersicherheit und Cybersecurity in den Vordergrund rücken und vor allem Persönlichkeitselemente der Persönlichkeitswahl zu stärken. Das lässt sich nun nur in den regionalen Wahlen möglich machen und den regionalen Wahlvorschriften. Es ist aber auch eine Aufforderung an alle Parteien, die Persönlichkeitsmomente bei der Wahl, Persönlichkeitswahlrechte zu stärken und Möglichkeiten zu suchen, auch innerhalb der Fraktionen, um damit Wahlrechte auf nationaler Ebene noch verdeutlichender in der Persönlichkeitswahl zu sehen. Ich denke, dass es für uns notwendig ist, diese persönliche Orientierung und letzten Endes auch die Verantwortung auch im Europäischen Parlament in den Vordergrund zu rücken, um damit den Kontakt zu den Bürgern noch näher zu schließen, wo es notwendig ist, auch den Bürgern zu zeigen, wer ihr Mandatar ist, mit wem sie in Kontakt treten können, mit wem sie sich austauschen können und welche Verantwortung er in seinem Wahlkreis letzten Endes hat. Und so haben Sie einige Aspekte, und ich wünsche Ihnen bei Ihren Beratungen wirklich ein breites Feld der Diskussion. Ich wünsche Ihnen, dass wir im Abschlussdokument auch ein klares und ein sehr starkes Signal setzen des parlamentarischen Zusammenarbeitens in Europa. Denn Regierungen wechseln sehr oft. Wir sehen heute, dass sie in der Tagesarbeit auch sehr, sehr schnell die Headlines sich ändern. Die Kontinuität der Parlamente, vor allem das feste Fußen auf einer parlamentarischen Demokratie, gibt mir auch den Optimismus, dass wir in Europa wieder ein Stück vorankommen. Und dazu soll auch diese Konferenz ihren Beitrag leisten. Alles Gute für die Beratungen heute und auch morgen. So all the best for your deliberations here today and tomorrow. Thank you. President Gruszka Bosch. So, President Gruszka Bosch. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, President, Secretary of State, und Delegation, Chairs and members of the delegation, sehr geehrte Damen und Herren, ladies and gentlemen. Auch von meiner Seite from my side also, I would like to welcome you to this conference und des Europäischen Parlaments sehr, sehr herzlich in Wien most warmly and welcome you here in Vienna. After the first meeting of the COSAC chairs in July, I'm very happy that this, to be able to welcome this plenary group once more now in Vienna. This is a central meeting of the parliamentary dimension of the Austrian presidency of the European Council.
So, since it was founded in 1989, COSAC has regularly met in order to exchange information on relevant EU topics, but also has been the debate in the European Parliament, and they've intensely discussed their participation in the European legislative process. And I find that this exchange of information is absolutely essential. It's absolutely necessary for good and constructive cooperation. Only if this dialogue is being carried out among the parliamentarians from the various houses of parliament of the various member states, only if this is cared for in a very intensive way and maintained, we will continue to be in the position to fulfill our responsibilities and to make the right decisions on important European issues for our citizens in Europe. My chamber is a chamber which represents the regions, and so I see it as a very important interface between the European Union and the citizens here in Austria. I am very proud that the European Committee of the Federal Council is very engaged with European issues and makes good use of its right to be involved with the European legislative process. One of the most active committees in our parliament, in fact. And I thank my colleagues very warmly for their work. I understand the Austrian Federal Council as being a parliamentary chamber for Europe and for our future. After all, the trust of the citizens in the EU has taken some very serious knocks over the last years due to crises. And anti-European voices have been increasingly noisy across the continent. And therefore, it is the case that the Austrian presidency of the Council of the European Union has taken upon itself to strengthen the role of the regions and to bring the decisions closer to the European citizens. That said, I must warn you that subsidiarity must not be exploited in order to push a short-sighted nationalist agenda. It has to be used in order to meet the most important challenges that we face at a European level. So by being able to act, by being able to deal with crisis, the European Union will be able to be brought closer to the citizens and to win back their confidence. We talk about a European Union which has a good balance between the economic aspects and the social aspects, and that in terms of economic growth, employment policy and social policy has all three of these areas working closely together. So the Austrian presidency is under the motto of a Europe which protects. And in my opinion, this also means social protection and ensuring that prosperity continues. That has to be included. And the EU has to be put forward as a force, a reliable force and a protective force. So I want to assure you all once more that I find this parliamentarian dialogue is incredibly important. It's important for finding solutions to very complex issues that we have, and by trying to ensure that the EU is transparent and is close to the citizens. And parliamentarians play a very important role for that. So in this respect, I wish you very constructive discussions, a very constructive conference and dialogue with each other, but I hope that you also enjoy your time here in our wonderful city of Vienna. President, thank you very much for your words of welcome.